Ja, also der Zukunftspreis wird einem ja ad personam gegeben. Und ich hatte erst überlegt, das Geld unserer Firma zu geben. Und dann habe ich gedacht, es gibt aber noch etwas anderes, was du damit tun könntest. Und das ist das Geld der Studienstiftung des deutschen Volkes zu stiften. Denn ich selbst war auch mal Studienstiftlerin. Und ich komme aus einem Haushalt, also beide Eltern hatten nicht studiert. Und da war für mich die Förderung über die Studienstiftung während meines Studiums und auch während der Promotionszeit unglaublich hilfreich. Und diese Stiftung, die ich jetzt ins Leben rufen möchte, die wird Frauen nach dem Diplom, wenn sie promovieren wollen oder wenn sie promoviert sind und dann eine Postdoktorandenzeit oder einen weiteren Karriereschritt anstreben, soll die diesen Frauen helfen, diesen Übergang zu schaffen. Denn zumindest nach den Statistiken der Studienstiftung heute ist das der Zeitpunkt, wo die meisten Frauen plötzlich verloren gehen und aus dem ganzen Karrieregefüge rausfallen. Und ich hoffe eben, dass man mit diesen Geldern zumindest ein paar Frauen ermutigen kann, weiterzugehen.